Moin Lutz! Steffen, grüß dich, komm rein. Hey. Was suchst du? Nee, nochmal ganz kurz, was brauchst du? Gebäudereiniger. Ja, in Bautzen, RMTV Dienstleistung. Die machen alles um Gebäudereinigung, was du dir nur denken kannst. Na klar, haben die eine Internetseite. Pass auf, rmtv-bautzen.de. Da, genau, probier's dort, bist du gut aufgehoben. Jo, bis später, ciao. Hey, Steffen hat sich hier eingeschlichen. Bisschen überraschend, aber schön, dass du da bist. Wir würden heute mal ganz kurz darüber reden, auf was man so vielleicht achten sollte, wenn man ein gebrauchtes Bike kaufen fährt. Ne, wenn man jetzt sagt, hey, das ist total cool, ich will mir ein neues Motorrad, also das heißt ein gebrauchtes irgendwo herkaufen, oder ich will damit anfangen und habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, aber da gibt es genug im Netz, die so ein Motorrad hier verkaufen. Auf was muss ich denn da achten? Grundlegend ist erstmal zu erwähnen, dass ich aus persönlicher Erfahrung davon abraten würde, ein Motorrad zu kaufen, was unter einem gewissen Preis ist. Also alte Motorräder, weil das ist kein Oldtimer, wie vielleicht eine AWO oder eine RT, sondern das ist einfach ein Motocross-Bike, was auch über Stock und Stein geflogen ist und fährt und was weiß ich. So. Also von daher, Steffen, hast du im Griff? Den Griff habe ich noch. Den Griff hast du, gut. Also von daher muss ich einfach ehrlicherweise sagen, alles was unter 2000 Euro ist, da gibt es eigentlich leider nicht viel vernünftige Sachen, die auch ein dementsprechendes Alter haben, wo man sagt, das macht Sinn. Und dann ganz ehrlich gesagt, es bringt nichts, an der falschen Stelle zu sparen und dann einen Haufen Geld reinzustecken, weil der Motor kaputt ist oder weil ein Haufen Sachen einfach im Eimer sind. Und dann ist man bei einem Preis, wo man sagt, naja, hätte ich das gewusst, hätte ich schon ein bisschen gespart und hätte mir gleich einen etwas teureres gekauft. Ich würde einfach mal mit euch durch das Bike durchgehen und mal sagen, auf was ich beim Kauf persönlich Wert lege. Als erstes würde ich auf jeden Fall, wenn ich zu dem Händler komme, erstmal gucken, wie ist das Bike im Zustand? Ist es dreckig? Ist es schön sauber gemacht? Nehmen wir mal zum Beispiel das jetzt hier. Meine Bikes sind eigentlich, wenn sie nicht gerade von der Rennstrecke kommen, immer sauber, auch von unten. Da klebt auch kein Dreck hier unten am Motorschutz dran. Aber ja, das ist meine persönliche Einschätzung. Also ein ordentliches, sauber gemachtes Bike ist immer erstmal im ersten Blick hochwertiger als wie wo überall die Pampe dran klebt. Dann ist eine ganz wichtige Angabe Betriebsstunden. Es gibt wirklich Motorräder im Netz, die haben wirklich wenig Betriebsstunden. Ich habe selber auch schon mal das eine oder andere Bike gekauft, was wirklich unter 20 Stunden oder um die 20 Stunden hat. Da ist man natürlich auf der sicheren Seite. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn die älter sind, die Motorräder, was heißt, meinetwegen Baujahr 17, 18 und haben 20 Betriebsstunden runter, dann ist derjenige wirklich nicht viel damit gefahren. Das muss man ein bisschen abchecken und da gibt es auch so ein paar Sachen, wo man darauf achten kann. Ich würde einfach mal hier hinten anfangen. Also bei dem Plastik, sage ich euch ganz ehrlich, mit dem Dekor, ob das bisschen zerschudert ist, die Dinger werden benutzt, macht man sich ein eigenes drauf wegen den 100 Euro, was die Plastiks kosten, da würde ich jetzt nicht drauf Wert legen. Allerdings, was wichtig ist, ist Kettenkit. Da kann man ein Auge drauf werfen, ob die Kette jetzt hier extrem nach hin und her flattert. Wenn hier hinten am Kettenkit anfängt hier oben die Rundung wegzugehen und die so richtig schön spitz werden, wie so ein Ninja-Stern, dann ist das Kettenkit verschlissen. Das sieht man auch hier vorne am Ritzel, bisschen wenig Licht. Ne? Genauso sind die Zacken schön rund, ist alles soweit noch safe, werden die richtig schön messerscharf und spitz, ist das Kettenkit dran. Kettenkit, je nachdem, was man für eine Qualität nimmt, 100, 150 Euro so in der Dreh rum. Ja, dann geht's weiter, Reifen. Der Reifen ist jetzt, naja, gut angebraucht. Ne? Der hat so, würde ich sagen, 50% seines Lebens erreicht. Also den fahren wir ohne mehr lange. Dann, nur weil jetzt hier noch ein paar Stollen überstehen, die sind rund, die sind ausgerissen. Man kann auch noch mal gucken, wie alt der Reifen ist, aber man muss ja nicht zu sehr ins Detail gehen. Hier würde ich sagen, ist noch in Ordnung, ist noch vertretbar. Auf jeden Fall für den Anfänger, für den Fortgeschritteneren, naja, da ist gleich mal 80 Euro aktuell für den Hinterreifen los. Beim Vorderreifen genau das Gleiche. Hättest du solche Reifen dann auch mal als Burnout runter? Nee, sowas machen wir eigentlich nicht. Das ist. Nee, machen wir nicht. Dann geht's weiter. Hier ruhig mal, das ist jetzt, auch wenn es auf dem Bock steht, so wie hier, weil die meisten haben ja, wenn sie kaufen, jetzt nicht unbedingt das auf dem Off-Bock-Ständer. Hier mal gucken, ob hier. Ständer gesagt. Ich habe tatsächlich Ständer gesagt. Hier mal gucken, an dem Rad ein bisschen wackeln,
ob die Radlager in Ordnung sind. Das machen sie bei der technischen Abnahme beim Motocross auch. Radlager in Ordnung, das merkt man dann, ne? Ist dann ja ein Spiel drin. Dann braucht man unbedingt, sage ich ganz ehrlich, in Hubständer, ja, um zu gucken, ob hier hinten was ausgeschlagen ist. Die meisten Motorräder jetzt aktuell haben alle eine Umlenkung. Steffen, geh mal hier unten auf diesen Knochen hier drauf. Umlenkung heißt quasi, der Stoßdämpfer gibt seine Kraft nach hier unten, lenkt das über die Umlenkung um. Hier hast du verschiedene Umlenkbolzen und Kugellager. Das heißt, ein ganz kleines Mühe hier hinten, wenn man jetzt hier das Hinterrad leicht anhebt, wenn es in der Luft ist, dann ist ein Spiel bei der Umlenkung normal. Ja? Es sollte nicht jetzt innerhalb von 1 cm hoch und runter wackeln. Das sollte man überprüfen. Man kann auch den Käufer mal fragen, weil wir jetzt von hinten nach vorn durcharbeiten, wann hat denn der Dämpfer den letzten Service gekriegt? Das heißt, wann ist denn dort mal das Öl gewechselt worden, weil die Manschetten neu gemacht wurden? Stickstoff muss auch mal neu gemacht werden. Ich persönlich mache es jedes Jahr, mindestens einmal. Wie? Vielleicht gibt es da noch eine Rechnung dafür, vielleicht auch nicht. Aber da ist gut, wenn man es hat. Wie füllst du das mit Stickstoff? Macht das jemand separat oder macht ihr das alleine? Wir machen das hier nicht, weil uns dafür einfach das Equipment fehlt, um es professionell zu machen. Hm. Deswegen gehen die weg zu unserem Fahrwerksmensch des Vertrauens. Dann sind wir jetzt hier vorne am Rahmen. Hier sieht man zum Beispiel die Abnutzung. Ja, also, dass das hier blank geschliffen ist, das ist völlig in Ordnung. Guckt aber mal auf solche Schraubenköpfe, wo auch der Stiefel rankommt. Zum Beispiel wie hier. Ist das jetzt hier sehr abgenutzt hier drin. Ne? Also den Rahmen kann ich wieder aufpolieren. Aber der Rahmen verrät erstmal schon, ob es mit den Betriebsstunden übereinstimmt, was im Netz steht oder auch nicht. Oder was auf dem Betriebsstundenzähler steht. Weil man hat ja nicht immer ein Auslesegerät mit, wo man die ECU, also die Steuereinheit vor Ort auslesen kann. Man sieht das auch am Motor. Hier ist jetzt ein Schutz drauf in dem Fall. Der Kupplungsdeckel auf der anderen Seite verrät eigentlich, der spricht eigentlich Bände für Betriebsstunden. Wenn es der Original-Schalthebel ist, sieht man hier auch den Verschleiß. Ne? Kann man auch mal so gucken, ob das hinkommt. Dann ganz wichtiger Punkt, guckt auf die Kühler. Die Kühlerlamellen, ob hier nicht irgendwo was eingedrückt ist, ob die nicht verbogen sind oder irgendwelche Sachen. Das ist immer unangenehm, sowas wechseln zu müssen. Nicht nur vom Aufwand, sondern auch vom Geld. Kann man sich sparen, wenn man da mit offenen Augen beim Kauf vor sich geht. Das nächste ist das Lenkkopflager. Das kann man prüfen, indem man einfach mal lenkt. Wenn der das auf dem Bock steht und man einfach mal hin und her lenkt, dass das ohne irgendwie hakeln geht. Meistens hakeln die, weil sie verschlissen sind, weil diese Kugelrollen eingelaufen sind dann. Lenker verbogen, man sieht es eigentlich mit bloßem Auge leider sehr schlecht, ob es da mal einen ordentlichen Crash gab. Außer das Ding ist wirklich richtig krumm. Aber hier wird man es jetzt in dem Fall nicht sehen, wenn hier bloß ein paar Millimeter drin sind. Ja, Helmlage, ne, das sollte alles halbwegs fest sein, nicht ausgeschlappert. Also Spiel haben die immer, aber jetzt nicht abgebrochen oder irgendwie dergleichen. Ne, natürlich auch mal an der Kupplung mal ziehen und auch an der Bremse mal ziehen, ob dort genug Gegendruck da ist. Das gleiche gilt für hinten. Optisch, das gucken wir uns nochmal hinten an. Komm mal hier ein bisschen rum, Steffen. Haben wir hier die Bremse. Ne? In dem Fall gibt es ja zwei Sachen, um zu gucken, wie der Verschleiß ist. Einmal hier oben gibt es immer so eine schöne Kante bei der, ne? Die ist ziemlich neu. Ne? Aber wenn die Bremsbacken jetzt hier immer drücken, bleibt hier so eine Kante zurück oder hier unten, wo man dann erkennen kann, ist sie schon sehr eingelaufen oder ne? In dem Fall ist ja nichts dran. Bremsbacken, ne? Sieht man ja die Steine, die Platte hier. Ja, und dann hier diesen Sinterstoff, was der Bremsbelag ist. In dem Fall ist die noch fast neuwertig. Wenn dann bloß noch so ein Millimeter drauf ist, naja, kann man es eigentlich auch schon fast vergessen. Kupplungsdeckel, ziemlich neu, von hinten extra dran gekommen. Wenn der dann abgeschliffen ist, sucht euch vergleichbare Modelle im Netz. Guckt rein, in dem Fall ist es jetzt eine Kawasaki mit dem Hinzendeckel. Bisschen schade jetzt für die Erklärung. Nehmt euch ein Beispiel bei jemandem, der auch Motorräder an denselben, wie will ich sagen, Betriebsstundenspektrum verkauft und guckt da mal, wie dort die Deckel aussehen. Ne? Wenn jetzt einer total verschlissen ist und da heißt 50 Stunden runter und drei sind noch im Netz, die auch 50 Stunden angeben und da ist nur die Hälfte an Verschleiß, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass der stark verschlissene Kupplungsdeckel nicht bloß 50 Stunden gelaufen ist. Da kann man ja dann auch den Verkäufer mal fragen, hey, wie sieht's denn aus, wieso ist denn der so stark beansprucht. Wichtiger Punkt, was ich immer mache, man guckt hier oben dann auch mal beim Verkäufer rein, fragt man natürlich, darf ich mal hier reingucken, ne? In das Wasser ist hier eine weiße Schmiere drauf, ne? In dem Fall ist ja keine weiße Schmiere drauf, ist ja irgendwas weißlich, schmierig, sieht aus wie Creme, wie Omas Hautschutzcreme zum Beispiel.
ist das ein Zeichen dafür, dass Öl in den Schmierstoff in Kühlflüssigkeit gelangt ist, würde ich dann mal sagen, da ist ein Motorschaden eigentlich schon da, beziehungsweise wird nicht mehr lange dauern, bis es knallt. Auf dem Off-Box-Ständer kann man auch nochmal das vordere Lager nochmal überprüfen von dem vorderen Reifen. Einfach mal ein bisschen hin und her wackeln, spielfrei. Genau das gleiche nochmal an der Gabel. Einfach mal gucken, ob hier vorne Spiel drin ist. Ja, und dann kommt natürlich auch viel darauf an, ob ich dem Verkäufer vertraue, was er mir sagt oder nicht. Es gibt wirklich viele, die Motoren selbst machen. Im ersten Service bei 50 Stunden ist meist ein Kolben zu wechseln und eine Steuerkette. Es gibt ziemlich viele, die das auch machen. Dann einfach mal drüber reden. Ein gutes Zeichen ist auch immer, wenn jemand sagt, ich habe den Motor selber gemacht. Man hört ihn sich an, der läuft auch schön, der springt auch relativ zügig an. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass die Ventile gut eingestellt sind. Das heißt, wenn es noch eine mit Kickstarter ist, ein paar Mal kicken, sollte die da sein, sollte die anspringen, jetzt eine Viertelstunde darauf rumspringen und rumtreten, bis da mal was passiert. Oder mit dem E-Starter sollte sie eigentlich auch problemlos anspringen. Macht sie das nicht, immer ein Zeichen dafür, dass die Ventile mal geschimpft werden müssen, dass die schon aus dem Maß sind. Ja, ansonsten sollte es nicht überdurchschnittlich rasseln. Das sind alles Rennmotoren, wo wenig Gehäuse drüber ist. Also man hört dort eigentlich immer im Vergleich zum Auto ein gewisses Rattern oder Klopfen, aber es sollte nicht zu sehr übertrieben sein. Den Verkäufer ruhig mal fragen und sagen, hey, hast du noch eine Rechnung von deinem Kolben? Ich meine, die meisten lassen sich das über Internet schicken. Das sollte jetzt keine Katastrophe sein, die E-Mail rauszusuchen und da irgendeine Rechnung zu finden. Im günstigsten Fall habt ihr immer eine Rechnung dabei, weil das hat in der Fachwerkstatt machen lassen. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann versucht bitte, euch vorher schon einen Helm mitzunehmen. Vielleicht ist da irgendwo die Möglichkeit, bei dem Verkäufer im Garten oder irgendwo eine Probefahrt zu machen, damit ihr einfach bloß mal guckt, wie sich das Getriebe schaltet. Das Getriebe ist im Prinzip im Motor so weit verbaut, dass man den ganzen Motor auseinandernimmt, wenn dort ein Gang irgendwo ausspringt oder irgendwas. Die Kupplung kommt man ein bisschen leichter rein, wenn die rutscht. Das ist auch eine gute Sache, um vielleicht drüber zu verhandeln und zu sagen, weißt du was, hier die Kupplung rutscht durch, können wir da noch ein bisschen was am Preis machen. Gebt euch noch eine Sache mit auf den Weg. Macht einen Kaufvertrag, ja, ladet euch da Standard irgendwo runter bei irgendwelchen Plattformen, die Autos handeln. Gibt solche Vorlagen, beim ADAC gibt es solche Vorlagen für einen gebrauchten Motorradkauf direkt zugeschnitten. Da sollte auf jeden Fall eure Adresse drin stehen, seine Adresse, beides unterschrieben. Und ganz wichtig, die Rahmennummer von dem Motorrad. Die Rahmennummer von dem Motorrad steht immer, hier sieht man es ein bisschen schlecht, zwischen der Gabel, hier sieht man es wirklich ein bisschen mies, bei der Nummerntafel mit der Kamera ist es eigentlich, naja. Kriegt man nicht jetzt unbedingt raus. Aber das auf jeden Fall mit drauf, damit auch niemand danach kommen kann und irgendwie sagt, hey, der Motorrad ist gestohlen oder irgendwie. Und ganz wichtig, wenn er mal übers Ausland fährt, dass man mal Nachweis hat, das ist mein Motorrad, habe ich bei den und den Kollegen gekauft. Das war es soweit für den gebrauchten Motorradkauf. Wenn ihr das vorhabt, uns jederzeit auch anschreiben, wenn ein Tipp gebraucht wird oder hey, pass mal auf, kannst du dir das Bike mal angucken? Was sagst du dazu? Hat das die Stundenleistung, die angegeben wird? Man kann es auch immer bloß raten, schätzen. Helfe ich euch gerne weiter. Meldet euch bei Level Up Moto, genau, bei Instagram und der wird da sicherlich die Fragen beantworten. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Viel Spaß beim gebrauchten Motorradkauf. Viel Spaß bei dem Hobby natürlich dann. Und wir sehen uns auf dem Racetrack.